Für mich ist der Mensch der Zukunft. Jemand, und solche Freunde habe ich, Freundinnen. Der Mensch der Zukunft ist jemand, der die Wurzeln in verschiedenen Kulturen hat, ja, verschiedenen Herkunft, und der sich, indem er hier als Einwanderer lebt, die positiven Seiten dieser Kultur, dieser Lebensart zu eigen macht und die positiven Seiten seiner Kultur auch beibehalten kann und das Negative der jeweiligen anderen Kulturen hinter sich lässt. Die gibt es. Ja? Das ist, würde ich sagen, das ist meine Zugehörigkeit und mein Freundeskreis. Das ist eine neue Weltgesellschaft. Und die gelingt. Ich meine, im Buch habe ich ja auch diese holprige Formulierung immer, ich Ali, ne? Wenn ich Dialoge und so weiter. Man kann sich nicht ganz zurücklassen. Es ist immer auch man selbst. Aber es ist die Annäherung an einen anderen Menschen. Und von daher, je länger ich in der Rolle bin, umso eher identifiziere ich mich auch mit der neuen Identität. Und ich glaube, es war nach ein, zwei Monaten, dass ich schon in der neuen Identität träumte. Ja? Da wuchs das wie eine, ja, neue Zugehörigkeit an. Und bei mir liegt es vielleicht ursprünglich daran, dass ich ein sehr eher schwach entwickeltes Selbstbewusstsein habe, heute noch, und besserer Fragensteller auch als Antwortgeber bin. Und von daher suche ich immer wieder Zugehörigkeiten. Und ich fühle mich mehr Menschen zugehörig, die nicht dazugehören. In der Rolle des türkischen Arbeiters, glauben Sie mir, da war ich mehr ich selbst, als so, wenn ich jetzt hier kluge Sachen Rede und Antwort stehen muss. Und so bin ich auch, glaube ich, zu einem anderen Menschen geworden. Man kann sich nicht ganz zurücklassen, aber man kann sich neu orientieren, neu dazulernen. So würde ich sagen, ist meine ganze Arbeit zu verstehen. Ich hatte 6 Jahre, bevor ich diese Rolle dann auch voll entwickelt habe und da über zwei Jahre drin gelebt habe, hatte ich schon mal versucht, 6, 7 Jahre davor. Und da bin ich an einem Intensivkurs türkisch gescheitert. Ich bin auch, tue mich unheimlich schwer, auch immer schon Fremdsprachen zu lernen. Und dann irgendwann dachte ich, ich wohne ja hier in einer Nachbarschaft, wo ich ständig von Freunden, auch türkischstämmigen Freunden, erfuhr, in welchen elenden Arbeitsverhältnissen die sich zurechtfinden mussten. Und dann sagte ich mir, du versuchst es einfach und siehe da, es ist gelungen, ich gehörte dazu, ob da jemand Kurde war oder vielleicht sogar religiös orientierter türkischer Kollege, das spielte alles keine Rolle. Wir waren eine Schicksalsgemeinschaft, eine notgedrungen auch. Wir fühlten uns, ja, diskriminiert ist viel zu harmlos. Ne? Wir wurden verachtet, an uns wurde abgeladen, nicht nur Aggression. Wir mussten nicht nur die schwerste, ungesundeste, schlimmste Arbeit machen. Das war wirklich eine Art Sklavenarbeit. Ganz unten hat eine Bewusstseinsveränderung hervorgerufen. Ja? Eine Zuwendung. Menschen, die Kontakt plötzlich zueinander suchten, wo vorher eine Sperre war. Es hat vor Ort, auch in den Tatorten, positive Arbeitsschutzgesetze mussten eingehalten werden. Staubmasken mussten zur Verfügung gestellt werden. Die örtliche Presse, WAZ, übrigens, da wurde der Mann des Jahres gewählt. Da war nicht ich, sondern Ali wurde zum Mann des Jahres gewählt. An zweiter Stelle, der war auch schon sehr populär, wurde es Gorbatschow. Das war im Ruhrgebiet eine Einstellungsänderung auch. Das Anwerbeabkommen, so sehe ich das, ist misslungen, ja. Ja, Versäumnisse und auch letztlich, es ging um Arbeitskräfte und wie hat Max Frisch gesagt, es kamen Menschen. Und das war der Versuch, hier eine Wirtschaft in Gang zu bringen, auf Kosten von Menschlichkeit, Kosten von wirklich Menschenrecht. Das wurde nicht berücksichtigt. Ja. Und von daher gesehen,
ist das eigentlich misslungen.